Hallo du, ich habe gehört, du suchst Ressourcen. Ja, ich habe alles, was das Herz begehrt. Hier haben wir zum Beispiel Gemisch und Harz, das kann direkt zum Bau verwendet werden. Genauso wie Organisch und Quarz, auch das kann direkt verwendet werden als Brennstoff oder zum Beispiel, um irgendwelche Sachen zu bauen. Aber wenn man das schmilzt, dann werden auch tolle Sachen draus, nämlich Kohlenstoff, Glas. Genau das gleiche passiert, wenn man Lehm oder Zinkblende schmilzt, dann kriegt man halt Keramik oder Zink draus. Und das sind die Sachen, die man nicht unbedingt auf diesem Planeten findet. Also zumindest Zink. Dafür muss man schon mal ein bisschen fliegen. Aber was man hier findet, das ist Malachit und Laterit. Ja, das Ganze wird zu Kupfer und Aluminium. Das kennen wir schon. Wolfram, Hämatit, Titanit. Das kennen wir noch nicht. Also das kennen wir auch, aber nicht alles. Ja, das hier ist neu und das ist neu. Das findet man auf anderen Planeten und es wird eben zu Wolfram, Eisen und Titan. So, Ammonium kennen wir natürlich schon, das habe ich schon mal gesehen, aber das muss jetzt im neuen Chemielabor umgewandelt werden in Hydrazin. Hydrazin ist nach wie vor Treibstoff für Shuttle und Schubdüsen, die man irgendwo anders ranbauen möchte. Aber es ist auch halt ein Reaktionsmittel für andere Sachen, die man hier noch bauen kann. Außerdem gibt es hier Lithium, ja, das kann man nicht schmelzen, man kann es direkt verwenden. Und eine Besonderheit ist Graphit, das kann man nicht schmelzen und nicht direkt verwenden, sondern Graphit wird gebraucht, um halt auch im Chemielabor irgendwelche anderen Sachen herzustellen. Da wäre zum Beispiel Graphen, ja, das ist eine Kompositressource, wie hier unten zu lesen ist. Dann haben wir hier Gummi, Silizium und Kunststoff. Aber auch Wolframkarbid, Stahl, Titanlegierung, Nanokarbonlegierung. Hier oben Aluminiumlegierung, Sprengpulver. Ich würde mir wünschen, dass das vielleicht Schwarzpulver heißt. Naja, ist egal. Und Diamant. Diamant. Davon stecke ich mal einen ein. Schrott ist noch eine besondere Ressource, die kann man nicht abbauen, sondern die muss man im Schredder produzieren. Und da packt man dann einfach Sachen rein, die man so auf dem Planeten findet oder was man selber eben nicht mehr braucht. Dann gibt es neue gasförmige Ressourcen. Sauerstoff zähle ich mal mit dazu, der Vollständigkeit halber, aber es ist keine Ressource, die zur Herstellung von irgendwas benötigt wird. Das kann man einfach nur atmen und man sieht, das Mouseover zeigt auch Sauerstoffspeichergegenstand. Anstatt Sauerstoff, so wie hier zum Beispiel Wasserstoff drin steht, Argon oder Stickstoff und hier oben haben wir Schwefel, Methan und Helium. Und dann gibt es natürlich immer noch das gute alte Astronium. Nur zwei Stück habe ich davon gefunden. Ist nach wie vor selten. Wird für nichts gebraucht, wird nicht geschmolzen, man kann nichts damit bauen und ist einfach nur da. Ja. Weiß der Teufel warum. So, das sind alle Ressourcen, die zurzeit in Astronier 0.10 enthalten sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das auch ins Release schaffen, wobei ich mir wünschen würde, dass man Zinkblende, hier ist es, noch umbenennen würde. Alle heißen irgendwas mit It hinten. Ja, Laterit, Wolframit, Hämatit. Ja, warum heißt es nicht Sphalerit, so wie es heißt? Und stattdessen, naja, ist egal. Es ist dunkel, ich muss zurück. Nach Hause, meine Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Also dann, wir sehen uns bald wieder und wenn du irgendwelche Ressourcen brauchst, komm zu mir.